Irina Giesinger, Sie leben seit 10 Jahren in Vorarlberg. Wie sehen Menschen mit russischer Abstammung die Olympischen Spiele in Sotschi? Was für Gefühle hat man da? Menschen mit der russischen Abstammung in Vorarlberg betrachten oder verfolgen Sotschi-Spiele hauptsächlich über Medien, auch über russische, ukrainische und andere Medien. Und wir sehen ganz unterschiedliche Berichte. Ein Teil von uns, russisch sprechenden Menschen aus Vorarlberg, die eher unkritisch sind und alle Medien lesen, die von der Regierung zugelassen sind, von dem Präsident zugelassen sind, die sind zufrieden halt mit dem, was man auf dem Teller präsentiert. Es gibt aber auch andere Gruppe, die da in Vorarlberg wohnt und das anders sieht. Wir lesen auch Artikel, die von der Opposition von Putin verpasst sind. Und wir sehen, das sind Fakten dahinter. Wir sehen, dass Sotschi-Spiele eine große Baustelle sind. Wir sehen, dass das ökologische System rund um Sotschi einfach zerstört ist. Wir sehen auch, dass die Menschen einfach aus ihren Häusern rausgeschmissen werden, wenn ein Hotel gebaut werden soll. Wie wird sich denn Russland und Putin Ihrer Meinung nach jetzt bei den Olympischen Spielen präsentieren? Ich muss vor allem sagen, dass die Sotschi-Spiele sind ein Wunschkind von Putin. Das Projekt wird von ihm persönlich betreut. Persönlich betreut und persönlich beraubt. ja, das werden wunderbare Spiele sein. Ich möchte unbedingt Eröffnung anschauen. Man hat sicher sowas noch nie gesehen. Ich weiß, dass Russen und alle, die mit den Spielen zu tun haben, werden ihr Bestes geben. Ich habe aber ein bitteres Beigeschmack, weil ich weiß, wie es den Einwohnern von Sotschi dabei gegangen ist. Wer hat denn Ihrer Meinung nach von den Spielen in Sotschi profitiert? Auf jeden Fall das politische System. Freunde und Kameraden von Putin auf jeden Fall. Sie wissen, das Budget der Spiele sich auf 50 bis 55 Milliarden Dollar beläuft und 26 davon sind in den Taschen von den Politikern gelandet. Das Geld könnte eben für das Schulsystem gehen, für das Pensionssystem und medizinische Betreuung der russischen Bevölkerung. Wenn ich das höre, wenn ich das lese in den Medien, dann klopft mein Herz und ich möchte dafür was tun.